Mit sehr wenig Mühe kann man ziemlich schnell den Boden vorbereiten, zum Beispiel für die Aussaat. Ich bin Jean-Philippe Genetier, komme aus Frankreich, in der Gegend von Lyon. Und ich bin hier seit 4 Jahren als kleinen Gemüsebauer im Biobereich. Also hier Ziel war wieder ein Gleichgewicht zwischen Bäumen und Pflanzen zu bauen, weil die Bäume sind sehr wichtig. Die nehmen die Feuchtigkeit tief in der Erde, Mineralstoffe auch tief in der Erde und bringen es wieder auf die Fläche. Und die machen das Klima auch. Deshalb haben wir Streifen mit Gemüse. Also es gibt hier 10 Stücke von 8 Meter breit mal 50 Meter lang, also kurvigen Streifen. Warum immer gerade Linie zu haben? Und inzwischen gibt es Streuobstwiesen, die auch 8 Meter breit sind und in der Mitte eine Reihe mit Bäumen und Stauden und Beeren. Die Fläche von der Kürbisse sind 2 mal 400 Quadratmeter, das heißt ungefähr 800 Quadratmeter im Durchschnitt, also fast jedes Jahr zwischen 1 Tonne und 1,5 Tonnen. Hier sind meine Kohlpflanzen, aber gemischt mit Sellerie zum Beispiel und Mangold und Salat auch. Alles gemischt. Letztes Jahr habe ich einen Tunnel hauptsächlich für Tomaten gebaut, weil hier ohne Regenschutz und Windschutz kann man keine Tomaten machen. Ich versuche ungefähr 10 verschiedene Tomatensorten anzubauen, die gut schmecken und die in der Region gut geeignet sind. Also Samenfest, ja. Und aber es ist erstaunlich gleich wie die Sorte Marmande aus Frankreich. Die brauchen ein bisschen lange zu reifen, aber sind für mich sehr interessant, weil sehr süß und sie halten sich gut. Das ist auch eine samenfeste Sorte. Genau. Aber die haben wirklich eine unglaubliche Süße. Also so richtig extremer Tomatengeschmack. Die Sorten, die interessant sind, sind Sorten, die viel Geschmack haben, die für die Region angepasst sind und die verschwinden allmählich. Was schlimm ist, ist, dass das Saatgut zwischen den Enden von großen Konzernen sind. Das finde ich schlimm, weil die sind nur da, um Geld zu machen. Aber
die Samen sind sehr wichtig für die Zukunft, für unsere Kinder, für alle. Alle Regionen haben andere Böden, Klimas und das ist wichtig, diese alten Sorten aufzubewahren. Also was ich für die Verbraucher anbiete, ist eine Gemüsekiste-Abo. Das heißt, die Leute für eine Saison bekommen eine Gemüsekiste pro Woche und zahlen einmal im Monat eine gewisse Summe für das Gemüse. Ja, die Verbraucher, sie sind sehr wichtig für die, sehr entscheidend für alles. Das ist eine politische Rolle, die, wenn ein Verbraucher industrielle, sogar bio-industrielle Waren in einem Supermarkt kauft, dann das ist wie ein Wahl, für einen politischen Wahl. Und ich glaube, die Verbraucher sind mehr und mehr bewusst und passen mehr und mehr auf, was sie kaufen. Das ist für mich die einzige Lösung, um den Landwirtschaft wieder eine natürliche Landwirtschaft zu haben, die Natur respektiert und die Menschen respektiert. When my working days are through, and my day is filled with you, we play another tune, will it be old? And when I stand undressed with you, and we're old, will we see through, when a life that came and went is now sentiment? How soon it came and how soon it went, just memories been saved. When a lifetime is spent, I'd still do the same sentiment.